Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie ihr seht, ist die Enttäuschung in seinem Gesicht noch groß geschrieben, weil er nicht fähig war, die Steinstufen in dieser wunderschönen Truhe zu finden. Aber er hat dieses wunderschöne Master Sword und seine Socke gebaut, was natürlich Sieht schon wunderschön aus. die Wohnung sehr aufwertet. Und natürlich ist der Dennis auch wieder dabei. Hallo. Dieser junge Mann mit diesem Zahnstocher in der Sie Hand. sieht wunderschön aus. Und jetzt suche ich, es gibt doch noch, wie heißt Keine Ahnung, denn aber ich nehme mal die Slabs, die kann ich gut für mein Haus brauchen. da, das will ich haben. Haben wir noch Wolle? Wo sind die Steinslabs jetzt drin? Keine Ahnung. Gib mir mal welche. Wie viel brauchst du denn? Drei. Drei, warte. Eins, zwei, drei. Hier, bitte. Danke. Haben wir irgendwo Treppen? Ja, hier eine Holztreppe ist hier dann. Eine nur? Wie baut Wofür man? brauchst du die Treppen? Ich baue ja draußen gerade ein bisschen um. Ich bräuchte Treppen. Wie baut man denn Treppen eigentlich? Treppe. Ah, ich habe es falsch schon gebaut. Okay. Ich baue mal ein paar Treppen. Ich habe nur kein anständiges Material. Ah, da, nehmen wir das. Das reicht ja schon. Alles klar? Ja, alles wunderbar. Ja, ich dachte, du brütest gerade irgendwas aus. Ne, ich bin an der Box hinter dir, also Ach so, du, okay. vor dir. Ich überlege gerade, irgendwas könnte ich. Ah ja, wie gehen denn. Oh yeah. Ja, ist ja einfach. Dafür muss ich aber. Nee, wir haben keinen Stein, oder? Ich habe da mal Eisenerz reingepackt und hier packe ich mal Golderz rein. Hast du schon gesehen, was ich gemacht habe? Nö. Bist du rausgegangen? Ja. Hast du echt übersehen, was ich hier hingestellt habe? Ja. Ein Rüstungsständer. Hammer, ne? Das heißt, ich stehe morgens auf, komm mal, ich stehe morgens, ich demonstriere kurz. Das heißt, Okay, mach mal. ich kann mich nicht hinlegen. Auf jeden Fall liege ich dann hier. Dann stehe ich auf und dann, oh, dann nehme ich mir erstmal das Schwert. Schon sehr Steige ich cool. im. Ziehe ich meine Hose an, ziehe ich das Oberteil an, dann ziehe ich meine Schuhe an, dann ziehe ich meinen Helm an und dann geht's los. Finde ich gut. Aber Geil, weißt du, ne? was dir noch fehlt? Was denn? Dir fehlt hier noch ein Stuhl. Das ist kein Stuhl. Ich weiß. Los, Zombie, schnapp ihn dir. Oh, Ja! so. Kommt der noch einmal, ja. Schnapp ihn dir, Zombie, los! Warum hat er denn Eisenschwert hier? Ich wollte doch nur bauen. Toll, jetzt habe ich die blöde Slap von dir hier drin. Hier, nimm deinen Scheiß mit draußen. Ich will das nicht haben. Was ist mit meinen anderen Sachen? Oh, krass, du hast aber viel Eisen gefunden, ne? Ey, hier ist ein Zombie im Brunnen. Echt? Hui! Hui! Töte ihn Guck, nicht, guck's töte ihn dir nicht. an, Er ist jetzt guck's dir an. mit einer Hui! Schaufel sogar, der Kleine. Er Oh. kommt nicht raus. Wäre irgendwie lustig, So wäre süß. es irgendwie lustig, wenn ich da nicht hauen würde. Wieso? Dann fällst du rein. Ja, guck mal, obwohl man oben auf dem Rand steht, trifft er einen nicht, ne? Er kann Du kannst nicht. ganz nah rangehen. Er Guck mal. kann dich einfach nicht schlagen. Ja, warum nicht? Weiß nicht. Aber guck mal, wie tief es da runter geht. Man sieht noch nicht mal den Boden, oder siehst du den mit deinen Grafikeinstellungen? Nee, ich gehe da nicht rein. Guck mal, Ich habe ich sehe einen. den nicht. Nee, du haust mich da runter. Ach, Quatsch. Nee, ich habe da schon Was du runter. über mich denkst, ey. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ja, er hat dich geschlagen. Komisch. Ich will den Weg hier weiterbauen. Das ist einfach unser Brunnenkumpel ist das jetzt. Der kommt auch nie wieder raus, so. Weil Nö. der stirbt da drin ja nicht. Der wird für immer darin leben jetzt. Alter, musst du pfeifen?
Na, tut mir leid. Ist voll laut. Ich weiß, ich wollte dich nur nerven. Du nährst nicht mich, du nährst die ganze Welt. Aber Nein, dich. Vor allem dich. sind da jetzt irgendwelche Grillen drin? Mal gucken. Ich sehe jetzt keine Grillen hier drin. Das könnte was gebracht haben. Bam. Nice. Was hast du gemacht? Nix. Okay. Hab zwei Apfelbäume gesetzt. Sehr gut. Ah, okay, ich glaube, hier möchte jemand aufs Maul, ne? Ja, der Creeper, der hier bei meinen. Oh, nein, 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 nein! Ups. Ich habe die Steaks hier nicht gemacht. Feuchtes Leder. Ja. Natürliches Leder. Behandelt ihr euch gut? Nein, ne? Ja, ein Creeper ist ja explodiert. Bist du raus? Es sind es nur noch drei. Ne, vier, also noch genug. Vergesst sie. Sie hat nie gelebt. Der Brunnen von mir. So, als nächstes brauche ich mal die ganzen Samen, die ich eben eingesammelt habe. Genau, Was hier. wollen wir denn überhaupt anbauen? Also wir können alles Mögliche anbauen, wenn es funktioniert. Weizen definitiv, würde ich sagen. Kann man immer gebrauchen. Ja, würde ich auch sagen. Weizen würde ich sagen. Und Kartoffeln definitiv, oder? Ich kümmere mich, wenn du willst, um das obere Feld. Aber ich muss mir einfach so ein Rechen bauen. Und ich muss auch gucken, was ich eigentlich für Sachen habe. Wollen wir vielleicht getrennte Felder haben, sowas wie Weizen, Kartoffeln und Ja, ich würde die auch, also ich würde die auf Früchte. jeden Fall Also. einheitlich gerne haben, weil dann kann man die, glaube ich, auch besser beernten, wobei es optisch natürlich schöner aussieht, wenn die ein bisschen gemischt sind. Ja gut, ein Streifen immer irgendwas. Warte mal, ich habe Karotten. leider gar nichts, glaube ich. Mal die Erde wegpacken, das wegpacken, das, das. Haben wir denn die Kartoffeln hier oben irgendwo waren die, ne? Das kann weg, glaub schon. Oh, ich denn hier gemacht? So, ich baue mir jetzt mal auch so ein Ding, was du hast. Kann man das mit Diamanten bauen? Was denn? Ja, die, ja, kann man. Diamantenhacke. Eine Hacke kann man immer gebrauchen, also. Ich guck mal kurz, was du für Samen hast. Karotten kann. Ja, Karotten könnte man anpflanzen. Kartoffeln Ja, haben. wobei Karotten haben so gut wie gar keinen Nährwert und ich habe die bis jetzt für kein Rezept gesehen, also Karotten brauchen wir eigentlich nicht. Okay, dann lasse ich die hier drinnen. Ich habe hier noch Weizenkörner, aber pflanzt Genau, du wahrscheinlich. Weizen. Ich habe hier noch Zucchini, Erdbeeren, Wenn du willst, pflanze ich kann. Blaubeeren, Brombeeren, dann Sojabohnen. Oh, Sojabohnen brauchen wir definitiv. Wenn du willst, kann ich Weizen und Kartoffeln und sowas anpflanzen. Ja, oh, 49, nice. 27, nice. 16, nice. Was habe ich eigentlich hier noch für ein Zeug? Bohnenpflanze, Wachstum 71%. 86 erwachsen, ah gut. Warte mal. Wie ernte ich die jetzt mit links? Okay, drei Bohnen. Naja, wollen wir mal gucken. Sojabohnen. Aus den Sojabohnen macht man Tofu, glaube ich, ne? Wirklich. Was ist das hier? Pastinaken. Okay. Dann machen wir hinten mal Pastinaken hin. Haha, nice. Hab gerade innerhalb von noch nicht mal 10 Sekunden oder 20 Sekunden 16 mal Sojabohnen produziert. Super.
Mit dem Kompass halt, ne? Ich hatte nur eine und jetzt hatte ich 16. So, wunderbar. Das sieht doch schon mal nach was aus. Aber ich brauche noch ein paar mehr. Nein, nein, geh. Was ist denn? Hier ist einfach ein Eindringling auf mein Feld. Na, no, meine Spitzhacke ist kaputt. Ab ins Wasser mit dir, ab ins Wasser mit dir. Nein, mein Spitzhacke ist kaputt. Also, das wird ein Spargelfeld. Mal gucken, ob wir Spargel anbauen können. 1, 2, 3 Spargel. Das baue ich auch nochmal an. Hier wird ein klassisches Kartoffelfeld gemacht. Die guten Kartoffelfelder, ne? Ja, ich habe jetzt schon 4 verschiedene Sachen angepflanzt. Ach genau, ich brauchte Holz. Und ein bisschen Eisen, war das Eisen noch drin? Ich muss Ne, halt hab ich schon. sagen, ich finde Kartoffeln halt gut zum Anpflanzen. Ja, geht. Also sie sind auf jeden Fall leicht gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Genau. Aber generell hätte ich halt schon gern was mit einem krasseren Nährwert. Ja, ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen da. Ich habe jetzt, was ist das für ein Zeug hier? Geht gar nicht, okay. Also ich habe Spargel. Ich habe Bohnen. Ich habe Gurken. Und ich habe Pastinaken. Warum wächst der Mais denn so langsam? Ich glaube, die brauchen immer Licht, oder? Zuckermelone, machen wir mal eine. So. Und die wollen wir weg hier. Das sieht schon. Ich finde, unser Dorf ist schon schöner geworden. Definitiv. Aber ich werde ja weitermachen mit Verschönerungsarbeiten. Hast du noch irgendwo Baumwolle, also Baumwollsamen? Ne, gar nicht. Ich weiß ja nicht, was noch alles bei uns in den Truhen drin ist. Ich brauch Kompost, ich brauch Kompost. Also du musst dich, wenn du dich um deine Felder kümmerst, auch hier um den Kompost kümmern, weil das ist echt immer dieses, den Müll da abmachen. Das ist immer viel Arbeit. Okay. Weil du musst halt immer quasi den Bambus beernten und einsammeln, damit du dann. Gibt es nicht so sowas wie kompostierten Erdboden? Also Ja, gibt es, aber frag mich nicht, wie der heißt. Erde, mal sehen. Kompost. Aber das bedeutet auch nur, dass, also damit wächst es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es schneller wächst, aber damit musst du halt kein Wasser mehr in der Nähe haben, ne? Ach so, ich dachte, dann würde es schneller wachsen. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, also nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt ja gerne auch ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Wenn ihr seht, dass wir keine Ahnung haben. Es sind 14 Seiten, 14 volle Seiten bei mir. Ich bin einfach nur überfordert. Kann man das nicht irgendwie sortieren? Ich glaube schon. Du Kreis. kannst ja was eingeben. Ja, man kann nach Mod sortieren. Mal gucken. Backpack. Rucksack. Geht wie? Du brauchst einfach nur Leder. Aber gibt's nicht. Oder in meinem Fall Jute. Aber es gibt ja auch noch großer Rucksack, Ja. den ich aber nicht auswählen kann. Doch, den kann ich auswählen. Dafür braucht man gegerbtes Leder und eine Workbench. Nee, großer Werkbankrucksack ist ja noch cooler. Was macht der? Dann hast du einen Rucksack, der auch noch eine Workbench ist, also eine Werkbank. Ist natürlich cool. Dafür braucht man gegerbtes Leder, das kriegt man aus gebundenen Leder und gebundenes Leder kriegt man, wenn man zwei Leder und 7 Fäden. Die Fäden habe ich halt die Baumwolle, weil daraus können wir Fäden und Wolle machen.
Also man kann aus Flachs kann man auch noch Baumwolle machen. Leg Nee, dich mal Fäden. ins Bett am besten gerade, weil damit die Boys mal auf hier rum, aufhören rumzulaufen. Okay, ich bin dabei. Und ich brauche irgendwie ein System für meine Truhen. Ich habe eine Truhe und naja, ich bin im Bett. So. Ich wollte doch noch liegen bleiben. Na, Grille, kommst du nicht mal rein, du Penner? Ja, genau, damit die nichts bloß nicht springen können. Die kommen nicht hoch. Also die können nicht, ich glaube, die können nicht über den Zaun springen. Ich hoffe doch. Ja, bis jetzt war noch keine mehr drin, oder? Solange die auch nicht darin spawnen, ich weiß ja nicht, irgendwo müssen die auch spawnen. Das ist halt noch die Frage. Ich würde mir halt gerne jetzt mal einen Rucksack machen. Ja, das war auch mein Plan. Dafür brauche ich halt Fäden. Süßkartoffel haben wir auch noch. Kannst du. Warte mal. Nee, ich habe schon so viel, ich kann keine Süßkartoffel noch anbauen. Ich gehe mal in den Wald und suche mal nach Farn. Ich habe hier Einfahrten. Fäden kriegst du von der Baumwolle, ne? Oder Wolle. Genau, also du musst nur warten, weil die Baumwolle wächst halt gerade erst. Und ich habe im Moment keinen Kompost mehr, nur noch 3 Stück. Du hast immer noch keinen Atlas gebaut, oder? Nee. Ich habe überhaupt kein Eisen mehr hier drüben, fällt mir gerade auf. Da, 43 Eisen. So. Ach hier, großer Werkbankrucksack. Genau, den will ich haben. Ich gehe auf die Jagd nach Warum Schaf. kann ich auf die großen Rucksäcke nicht draufklicken? Weiß ich nicht. Drücke Shift für mehr Informationen. Weil irgendeiner vielleicht der Standard davon ist und nur den kannst du craften und der andere ist gefärbt. Aber ich kann auch nicht drauf. Auf die normalen kann ich draufklicken. Die sind ja lächerlich. Lederhalter. Wenn du unterwegs großen Farn siehst, bringst du mir mit. Ich guck mal, ich bin halt, wie sieht der aus? Wie Farn halt so, ne? In groß. Genau, ich glaube, da steht aber auch großer Farn dran. Habe halt kaum Nahrung, wenn ich gerade mal gucke. Oh. Müsste eigentlich so im Wald wachsen oder so, keine Ahnung. Kartoffeln. Europäische Stachelpalme. Ist das Farn? Das ist schon mal Farn und wenn ich jetzt so mache, wächst der? Großer Farn. Nice. Ich bin da mal weg. Wohin? Schafe finden. Ich habe Scheren gebaut. Was? Du brauchst keine Schafe, wir haben doch Kotten. Ja, dauert nicht so lang. Dieser Junge. Immer weiß ich gar nicht, wie die Welt hinter unserem Dorf aussieht. Du kannst mal ein paar Schafe mitbringen, das wäre ganz cool. Was essen die denn? Die auch Weizen, glaube ich. Ich glaube, ich habe keinen Weizen, aber finde ich ja, die Körner finde ich ja. Ach nee, Weizen hast du gesagt. Ja. Ja. Okay, also um das mit dem Muted zu machen, brauche ich auf jeden Fall Kompost, weil ich muss großen Farn herstellen. Ich habe gerade dreimal Grasgarten hier oben gefunden. Ja, ich habe auch jetzt in den letzten. Wenn man es nicht benötigt, dann findet man wieder viel mehr, ne? Ich bin einfach nur den Berg hochgeklettert und da lag's. Irgendwie das Gefühl, meine Plantage ist noch viel zu klein hier. Nebenbei kann ich jetzt auch mal meinen Atlas austesten. Was ist das hier? Pfeilblatt. Okay. Ich habe doch Sichtweite 32, oder? Guck mal, bei mir steht Schwierigkeit friedlich.
Aber ich kann es ja eh nicht ändern, weil das eine Einstellung vom Server ist. Was wollte ich jetzt einstellen? Grafikeinstellung. Habe ich auf 32, genau. Nein, bin ich wieder hungrig. Wir hatten irgendwo mal Schafe gesehen, das weiß ich noch. Ja, ganz am Anfang an dem See. Da, wo du deine kleine erste Höhle gebaut hast oben. Hast du hier mal drei Kürbisse übereinander gestapelt? Kann sein. Okay. Weiß ich nicht. Also hier unten ist Wasser, aber ich sehe noch keine Schafe. Mal gucken. Haufen, also Tiere gibt es genug. Überall Kühe, überall. So, wie viel rein haben wir? Drei. Also das sollte jetzt erstmal reichen. Den Rest packen wir mal da rein. So, ich habe jetzt nochmal den Bambus erweitert, damit wir noch schneller noch mehr Kompass produzieren können. Weil es dauert doch recht lange. Besonders wenn man den so rasch verbraucht wie ich. Das stimmt. Goldene. Ich muss sagen, unter Wasser ist es sehr bunt. Ich weiß nicht, was das alles ist unter Wasser. Wirklich? Algen, okay. Jetzt sammeln wir ein paar Algen ein. Ach ja, das stimmt. Oh, wirklich angenehm. Was ist das denn hier? Ton. Ich habe Ton gefunden. Brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Es sollte nur nicht so lange tauchen. Ich war gerade beim Ersticken. Läuft der Junge hier rum? Hast du die Zeit im Auge behalten? Nee, mach ich nie. Das ist doch deine Aufgabe. Nee. Aber ich denke mal, wir haben relativ viel geschafft, ne? Also von mir aus können wir jetzt hier gerade einen Cut machen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange es jetzt gedauert, aber Ja, auch ich nicht. würde auch mal einfach einen Cut machen. Also soll jetzt eine Und kurze oder wir eine extra lange Folge? sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! Ciao!